Das ist das heutige Thema. Das heißt, warum wurden Drogen überhaupt verboten? Es gibt im Prinzip viele Argumente, warum Drogen erlaubt werden sollten. Jetzt, dass sie irgendwie gar nicht so schädlich sind, wie man immer tut, oder dass sie vielleicht sogar gesundheitlich förderlich sind und so weiter. Dass man vielleicht, wenn man was entkriminalisiert, dass man halt damit auch das organisierte Verbrechen irgendwie abmindert. Und das sind alles Argumente, die stimmen auch. Ich möchte aber heute zeigen, dass eigentlich historisch das gar nicht gerechtfertigt ist, dass Drogen überhaupt verboten sind. Ich möchte das kurz mal aufzeigen an verschiedenen Substanzen und wie die geschichtliche Entwicklung war und dann halt so ein bisschen meinen Kommentar dazu abgeben. Und da muss man mit Opium anfangen. Also viele Leute halten Opium für eine orientalische Droge, das ist aber nicht wahr. Die kommt eigentlich aus Europa. Man hat da schon von 4000 vor Christus irgendwelche Gräber in Schweiz, in Süddeutschland gefunden, wo dann Mohn als Grabbeigaben drin waren. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass das Opium jetzt zu Rauschzwecken benutzt worden ist, sondern es ist auch eine Ölpflanze, kann die Samen benutzen, jetzt Mohnbrötchen oder irgendwas. Den ältesten tatsächlichen Hinweis auf Konsum von Opium hat man aus diesen Vasen, die sind aus Zypern, die sind ab ca. 1500 entstehen die, und wenn man sich die anguckt, die sehen so ein bisschen aus wie Mohnkapseln. Also hier sieht man eine Mohnkapsel und hier diese Vase, und da hatte man lange Zeit die Hypothese, dass in der Zeit, als viele Leute halt nicht lesen konnten, das Gefäß halt zeigt, was drin ist. Deswegen die Ähnlichkeit. Jetzt hat man mit neuartigen Verfahren dann gefunden, dass es tatsächlich so ist. Da hat man Überreste gefunden von irgendwas, hat es dann untersucht, und da waren tatsächlich Opiate drin. Das heißt, es wurde wirklich jetzt zu Heilzwecken oder zu Rauschzwecken Opium konsumiert. Ab ca. 15 oder spätestens ab 1500 vor Christus in Europa. Es hat eine lange Geschichte, eine Zeit lang ist es dann nicht genommen worden. Eine lange Geschichte dann ist dann. Eine Zeit lang gab es dann Opiumkonsum nicht in Europa, aber dann in der arabischen Welt, die kamen dann wieder zurück durch Kreuzzüge und so weiter. Jedenfalls war es dann irgendwann so, im 15. Jahrhundert ist Laudanum erfunden worden. Das ist quasi in Alkohol gelöstes Opium. Und das gab es dann auch zu kaufen. Das war gar nicht so teuer. Da hat man dann für viele verschiedene, um viele verschiedene Sachen zu behandeln, benutzt. Also es ist halt natürlich ein Schmerzmittel. Es war, bevor Aspirin erfunden worden ist, war es in ca. 30% aller Medikamente, war Opium drin. Und man hat es auch gegen Husten benutzt, gegen alles Mögliche. Sollte das helfen, hat es auch geholfen, aber gegen manche Sachen auch nicht, gegen die man es halt benutzt hat. Also hier sieht man so eine typische Flasche, hier eine Werbung dafür. Und das gab es wirklich überall zu kaufen. Also man musste nicht in die Apotheke gehen oder jetzt zum Arzt, sondern das gab es dann auch beim Barbier oder beim Weinhändler oder so. Und es war weit verbreitet, dass man das nimmt. Es sind auch wenig Leute abhängig geworden davon. Also man hat das dann gegen die Beschwerden, die man hatte, genommen. Und dann hat man einfach wieder aufgehört damit. Manche Leute haben halt nicht mehr aufgehört. Die wurden dann süchtig. Das kam durchaus vor. Hier, das ist eine Werbung, eine Opiumzubereitung für Kinder. Also wenn Kindern Zähne wachsen, dann tut das natürlich weh, und dann kann man ihnen halt so eine Opiumzubereitung geben gegen die Schmerzen. Hier habe ich vier bekannte Opiumsüchtige aus Europa, das sind alles Engländer eigentlich. Das ist Samuel Taylor Coleridge, ein Dichter, Thomas de Quincey, auch ein Dichter, der bekannteste Opiumabhängige des 19. Jahrhunderts eigentlich. Das ist Florence Nightingale, die war auch eigentlich den größten Teil ihres Lebens opiumsüchtig. Und das war eine berühmte Krankenschwester, hat quasi den Pflegeberuf an sich erfunden. Das hier ist Gladstone, William Gladstone, der war viermal Premierminister, britischer Premierminister, war auch lange opiumabhängig, also auch jahrzehntelang. Und die sind alle, außer Coleridge, der ist so ein paar 60 nur geworden, sind alle so um die 80, 90 geworden. Also man konnte mit einer Opiumsucht schon relativ alt werden, wenn man sich halt den Konsum leisten konnte, was nicht schwer war, weil es halt relativ preisgünstig zu haben war. Irgendwann ist der Opiumkonsum dann auch nach China gekommen,
wo man ihn eigentlich normalerweise vermutet, dass er herkäme. Es gibt da diese Opiumpfeifen, also es ist hier eine sehr aufwendig gearbeitete Opiumpfeife, die ist aus Perlmutt und die ist sehr teuer. Und daran sieht man auch schon, das war eigentlich eher was für die Oberschicht, was die Oberschicht gemacht hat. Das Opium, das kann man ja leicht gewinnen, wenn man einfach die Mondkapsel anritzt, dann kommt da so ein weißer Saft raus, das ist man trocknen, hat man Opium, das kann man essen. Jetzt zum Rauchen, beziehungsweise ist es eher Vaporisieren, also man sagt immer Rauchen, aber diese chinesische Tradition ist ein Vaporisieren von Opium. Da benutzt man eine besondere Zubereitung, die muss dann irgendwie geklärt werden, die wird noch mit irgendeinem Pilz behandelt. Und dann kann man das, wie gesagt, vaporisieren. Das ist hier so eine Lampe, die macht man dann heiß und dann kommt das durch die Pfeife. Die sind so konstruiert, dass das Morphin, also ein wichtiges Alkaloid, und das Alkaloid in Opium, das halt müde macht, bleibt dann im Rohr zurück. Und deswegen wird man halt von dem Vaporisieren, wird man gar nicht so müde und abgeschlagen. Also die Leute, die das benutzt haben, die haben das auch so zu sozialen Anlässen benutzt, wie man jetzt zusammen mal ein Bier trinkt oder so. Die haben das auch vor Examen benutzt, um jetzt sich besser konzentrieren zu können. Und das war wirklich nur was für reiche Leute. Das hat die Oberschicht gemacht, das hat die obere Mittelschicht, hohe Beamte und so hat das gemacht. Man hat auch jungen Leuten, die sich das vielleicht nicht leisten konnten, hat man davon abgeraten, damit anzufangen, weil man wird schon süchtig davon, das war jedem klar. Aber es ist jetzt nicht, dass man davon jetzt krank wird, dass man jetzt da anfängt zu sterben, nur weil man das raucht. Das ist halt einfach ein teures Hobby, das man haben kann. Und das war dann schon ein bisschen ein Problem vielleicht gewesen, als es halt zu viele Leute süchtig waren. Da hat dann 1729 die chinesische Regierung ein Opium-Rauchverbot oder Vaporisierungsverbot verhängt. Jetzt war es aber so, das war ein wichtiges Reich, das hat tolle Produkte hergestellt, also Porzellan, Seide und vor allem Tee. Also der Tee ist damals nur in Indien gewachsen und die Briten wollten unbedingt Tee haben. Also die haben quasi, Imperium lief auf Tee, das ist halt ja auch eine Droge, ist ein Aufputschmittel. Es gibt Berechnungen, dass ein britischer Haushalt im 19. Jahrhundert ca. 5% seiner Ausgaben, die gingen für Tee drauf. Und das Problem war halt, die Chinesen wollten nicht tauschen oder die dachten nicht, dass jetzt die Engländer was Tolles zu tauschen hätten. Die wollten für den Tee Silber haben. Und das hat halt so weit geführt, die konnten sich das halt nicht leisten, die Briten, kamen dann auch irgendwie in ein Außenhandelsdefizit, einfach nur wegen dem Tee und dem Porzellan und der Seide. Und dann dachten sie sich, wir haben ja Connections in Indien, da bauen wir ganz viel Opium an und dann schmuggeln wir das nach China. Und da hat man das zuerst geschmuggelt. Ab 1780 hat die East India Company dann auch angefangen, Opium zu produzieren in Indien. Also auch diese spezielle Zubereitung, die man halt zum Rauchen braucht, nicht einfach nur Rohopium. Und das hat den Chinesen nicht gepasst. Die haben das dann nochmal erneuert, dieses Verbot. Und haben dann noch ein Importverbot erlassen. Das hier ist 1793, haben die Briten eine Delegation zum chinesischen Kaiser geschickt, wollten ihn halt dazu überreden. Also hier unten sieht man noch, die haben dann allerlei Zeug angeschleppt, was sie produzieren. Ob er nicht doch tauschen wollte, der wollte halt einfach nicht. Und so ging das halt eine Zeit lang. Also man hat halt ein bisschen Geld damit verdient, dass man das Opium geschmuggelt hat. Und dann hat das halt eine Zeit lang auch geklappt. Hier ist eine Karte von dem Opium, also hier steht Opiumhandel in China, aber das ist einfach die Schmuggelrouten, die man benutzt hat. Wie man hier sieht, kommt eigentlich alles über diesen Hafen im Süden, Canton heißt der, in das Land, ist dann da verteilt worden. Und das hat den Chinesen dann irgendwann nicht mehr gepasst. Und zwar am 3. Juni 1839 hat der Kaiser dann jemanden, einen hohen Beamten namens Lin Zehu, nach Canton geschickt. Der sollte das Opium dann vernichten. Und die haben das dann teilweise verbrannt, teilweise ins Wasser geschmissen, haben insgesamt 1400 Tonnen Opium, britisches Opium, zerstört. Das hat den Briten natürlich nicht gepasst, weil es war eine Menge Geld. Und diesen Affront haben sie ja dann zum Anlass genommen, einfach den ersten Opiumkrieg anzufangen. Das heißt, sie haben einen Krieg geführt, sind einfach mit Kanonenbooten hingefahren, haben dieses Land überfallen und haben das Land quasi gezwungen, jetzt doch in Zukunft britisches Opium dann zu kaufen.
Also eine europäische Großmacht quasi zwingt ein anderes Land, Opium zu kaufen. Das war auch in Großbritannien nicht unumstritten. Also es gab da im Parlament auch Gegenstimmen, die das nicht wollten. Es kam auch zu einer Regierungskrise, also wäre fast die Regierung kaputt gegangen. Daran an der Entscheidung, ob man jetzt diesen Opiumkrieg anfangen soll. Letztendlich hat man es doch gemacht. Und dann hat man halt, das ist eine zeitgenössische Karikatur, da unten drunter steht auf Französisch irgendwas, das ist so viel wie, ja, jetzt kaufen sie Opium, wir brauchen das, ihr müsst euch unbedingt vergiften, weil wir Tee brauchen, um unsere Beefsteaks runterzuspülen. Und hier habe ich noch eine Karikatur, die ein bisschen drastischer ist, also wo einfach ein Brite dem Chinesen Opium in den Mund kippt. Also es war schon zeitgenössischen Beobachtern klar, dass es nicht okay ist, so dass man einfach da jemanden zwingt, also eine abhängig machende Droge einfach zu kaufen, einfach nur, weil man halt ein Produkt haben will oder weil man Geld sparen will. Das ging dann so eine Zeit lang weiter, lief dann über diesen Hafen Canton. Irgendwann haben dann die Chinesen, die haben ein britisches Schiff durchsucht, das durften sie aber nicht, die hatten halt kein Recht dazu, jetzt, weil es da irgendwelche Abkommen gab. Und das hat man zum Anlass genommen, den zweiten Opiumkrieg anzufangen und dann halt mal richtig auf die Tube zu drücken und dann wirklich China dazu zu zwingen, jetzt offiziell Opium zu kaufen. Der 3. Juni übrigens, an dem das ins Wasser geschmissen worden ist, verbrannt, ist heutzutage noch der offizielle Antidrogentag, der nationale Antidrogentag in China. Also es hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur das Opium, sondern es kamen auch christliche Missionare ins Land. Und das war vorher nicht möglich, weil China sich sehr abgeschottet hatte. Jetzt hat man die Leute halt dahin geschickt, da sieht man, das sind keine Chinesen, das sind alles irgendwelche Leute aus dem Westen. Weiß jetzt nicht, ob das gerade jetzt Briten sind oder Amerikaner, haben auch viel hingeschickt. Und das war im Prinzip das Anfang vom Ende vom Opiumhandel der Briten in China. Die Missionare haben gesehen, dass es ein, oder meinten zu sehen, dass es ein Opiumproblem in China gibt. Und haben natürlich auch in den Kliniken, die sie da aufgebaut haben, dann Opiumsüchtige behandelt. Und die laufen natürlich auf Spendenbasis, diese Missionsorganisationen. Und die haben dann natürlich auch auf die Tränendrüse gedrückt, wie schlimm das ist in China, dass da alle irgendwie total abhängig sind und bitte gebt uns Geld, wir müssen die behandeln. Der chinesische Staat hat natürlich auch was gemacht gegen die Opiumabhängigen, der war da halt ein bisschen radikaler, also da sind die Leute einfach in so Irrenhäuser geschmissen worden, dass da bessere Kerker sind. Jetzt die Missionare, die waren hatten ein bisschen mehr Nächstenliebe gezeigt, aber im Prinzip war das auch so Tough Love, also man hat da jetzt die Leute einfach so kalt den Zug machen lassen, weil man halt dachte, wenn man jetzt diesen kalten Drogenentzug mitgemacht hat, dann weiß man ja, wie schlimm das ist, und dann fängt man garantiert nicht nochmal an, Opium zu nehmen, was halt nicht geklappt hat. Was der chinesische Staat gemacht hat mit Leuten, die rückfällig geworden sind, war, man hat ihnen einfach ein Stück von der Oberlippe abgeschnitten, sodass man um die Pfeife kein Vakuum mehr bilden kann mit der Lippe und deswegen auch das Opium nicht mehr rauchen kann. Also es war dann schon noch eine andere Nummer. Und das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt. Eine andere Sache, die auch dann passiert ist um 1900, war auf den Philippinen. Also es gab nicht nur einen chinesischen Opiumhandel, sondern auch in anderen Ländern in Südostasien, in Ostasien. Die Philippinen, die waren mal spanisch gewesen bis 1898, und da hatten halt die Spanier das Monopol, Opium zu liefern. Dann haben die Philippinen einen Aufstand gemacht, haben die Spanier rausgeschmissen, dann kamen die Amerikaner und haben sich die Philippinen geschnappt, das war 1900. Und da gab es diesen Typ, der ist eigentlich ziemlich wichtig für die Prohibition, das ist ein episkopalischer Bischof, ein Amerikaner namens Charles Brandt. Der war Bischof in Manila, also der Hauptstadt der Philippinen. Und der hat halt auch gesehen, da gibt es ein Opiumproblem. Und der hat dann den Gouverneur der Philippinen, das war, wer war das? Ich glaube Truman, der später auch mal Präsident war,
dem hat er dann erzählt, ja, wir müssen da irgendwie dagegen vorgehen. Es war dann halt auch wie bei den Missionaren in China so ein moralisches Ding. Also man muss diesen armen Menschen einfach helfen. Aber es gab jetzt bei den USA, die hatten noch Hintergedanken dabei. Die waren wie neu in der Kolonisationsszene und die wollten da halt auch jetzt Handel treiben mit Ostasien. Was aber schwierig war, weil die ostasiatischen Länder, die haben quasi ihr ganzes Geld für Opium verballert und da kann man halt keine Produkte mehr an den Mann bringen, wenn kein Geld mehr da ist. Und dann hat man halt das so ein bisschen aufgedreht, so ein bisschen hochgejazzt, dass es halt irgendwie total schlimm ist, wie viel Opium da konsumiert wird und dass das halt irgendwie so ein gesundheitliches und moralisches Problem ist und überhaupt. Und hat dann die Opiumkonferenz von Shanghai einberufen, das war 1909. Also internationale Opiumkommission. Und jetzt sieht man schon an der Wahl von dem Austragungsort, also Shanghai, das ist in China, sieht man, dass man das zuerst als ein regionales Problem betrachtet hat. Also diese armen Asiaten sind halt alle abhängig, wir müssen denen irgendwie helfen. Und dann hat man halt verschiedene Länder eingeladen, also ostasiatische Länder, aber auch Länder wie Großbritannien, die dann in dem Opiumhandel auch drin gesteckt haben. Und Deutschland war zum Beispiel auch dabei. Und man wollte halt mit dieser Kommission dann den Opiumhandel eindämmen. Das hat natürlich den Briten nicht gepasst und auch einigen anderen Ländern nicht, also wie zum Beispiel Holland oder Frankreich, die auch einen Opiumhandel in Ostasien betrieben haben. Und die waren halt dagegen, die wollten das nicht machen. Jetzt war es aber so, vor allem die Briten wollten nicht dran schuld sein, am Nicht-Zustande-Kommen von irgendeiner Einigung. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen nur bei einem Opiumhandelsverbot in Ostasien mit, wenn auch der Handel mit Kokain und mit Heroin, das es mittlerweile gab, wenn der eingeschränkt wird. Und die Idee dahinter war, dass Deutschland war der hauptsächliche Hersteller von, also Heroin ist von Bayer in Leverkusen, Kokain gab es auch in vielen Arzneimitteln damals, die auch viel in Deutschland hergestellt worden sind. Deutschland hatte eine große pharmazeutische Industrie damals schon gehabt und so hat man halt Deutschland den schwarzen Peter zugeschoben und hat gesagt, ja, wir machen mit, aber nur, wenn das auch verboten wird. Und da war man dann halt fein raus. Also wollte sich natürlich dann Deutschland auch nicht bieten lassen. Die deutsche Delegation meinte dann, ja, wir machen das nur, wenn wirklich alle zustimmen. Und das ist diplomatisch oder bei internationalem Recht ist das wohl sehr ungewöhnlich, dass wirklich alle zustimmen müssen. Da reicht meistens dann irgendwie so eine einfache Mehrheit oder eine Zweidrittelmehrheit. Und der Gedanke bei der deutschen Delegation war dann, das klappt sowieso nicht, dass alle zustimmen. Also da irgendwie, was weiß ich, wie viele Staaten unter einen Hut zu bringen, die auch noch spinnefeind sind, weil es war ja damals so Imperialismus, also waren Franzosen gegen Engländer, gegen Deutsche, gegen alle, gegen jeden. Und das ist dann auch eine Zeit lang gut gegangen. Also es kamen dann die, das ist noch ein Spruch aus einer Dissertation von 1931 über die ganze Situation, die fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Es kam dann noch zur Opiumkonferenz in Den Haag 1912, da hat man sich dann nochmal getroffen und die Einladung zu der Konferenz ging direkt nach Ende von 1909 von dieser Shanghai-Kommission raus. Da war auch wieder dieser Bischof Brent dahinter, also war da sehr aktiv. Wenn jetzt jemand ein Feindbild braucht, so der bietet sich halt sehr an dazu. Und es gab dann 13 der Teilnehmerstaaten, haben dann ein Abschlussprotokoll unterschrieben, aber es konnten sich nicht alle darauf einigen, was jetzt gemacht wird. Und sowieso war das, was da beschlossen worden ist, das war dann nicht gleich internationales Recht, sondern es wurden nur Empfehlungen ausgesprochen. Also die Staaten sollten da vielleicht mal gucken, was man da machen kann. Und die Hinhaltetaktik von Deutschland, also vom Deutschen Reich, dass jetzt eben alle zustimmen sollten, die hat auch eine Zeit lang funktioniert. Es haben gar nicht alle zugestimmt und dann kam der Erste Weltkrieg irgendwann und dann war den Leuten halt Drogen egal. Ja? Wie war denn der Opiumkonsum in Europa? Also weil wir haben die ganze Zeit über Opiumkonsum in asiatischen Ländern gilt, das war in Europa doch auch erlaubt, oder? Also in Asien ist halt geraucht worden, jetzt zum Spaß. In Europa, da gab es halt dieses Laudanum, der halt, ist halt benutzt worden zu medizinischen Zwecken und es gab natürlich auch Abhängige, aber
das Problem war jetzt nicht so groß. Also man hatte, also wenn man überhaupt in China ein tatsächliches Problem hatte mit dem Opiumkonsum, dann war das aber im Westen überhaupt nicht so. Also es gab noch andere Sachen. Es gab zum Beispiel, mittlerweile gab es auch Morphium und Injektionsspritzen. Es gab Leute, die waren halt von Morphium abhängig, aber das war jetzt nicht so, wie es heute ist mit offenen Drogenszenen und so. Also beim Morphium zum Beispiel war es so, dass irgendwie 30% der Abhängigen waren Ärzte und weitere 10% waren die Frauen von Ärzten, also Leute, die halt an der Quelle sitzen. Also jetzt der tatsächliche Laudanum-Missbrauch, der ist eher zu vernachlässigen. Auch andere Sachen, Kokain und Heroin, das ist genommen worden, klar. Aber das war nicht so das Problem, dass man da jetzt irgendwie so auch ein weltweites Problem draus machen würde. Also was man jetzt zum Beispiel an der Wahl des Austragungsorts Den Haag sieht, ist, dass das von einem regionalen ostasiatischen Problem zu einem auch europäischen Problem geworden ist. Also man hat das irgendwie aufgeblasen. Also wenn da vielleicht gar kein Anlass dazu bestand. Im Schlussprotokoll hat man auch mal so passive-aggressive irgendwie so ein paar Staaten dann irgendwie gesagt, ja, das ist blöd, dass ihr euch geweigert habt, so, weil dann seid ihr ja gegen Humanität. Also man hat das weiterhin auf dieser Schiene laufen lassen, dass man halt ja den armen Menschen, die süchtig sind, helfen muss, obwohl ja wirklich ernsthafte wirtschaftspolitische und kolonialistische Fragen eigentlich auch dahinter standen, die man aber dann ausgeblendet hat, sondern das wirklich nur auf so Menschenfreundlichkeit runtergebrochen. Dann kam der Erste Weltkrieg, wie schon gesagt, da ging es halt nicht um Drogen, also ging es auch um Drogen, da sind natürlich im Lazarett irgendwelche Morphium genommen worden und Leute auch abhängig geworden. Letztendlich war es halt so, dass Deutschland und seine Verbündeten haben den Krieg verloren, haben dann den Friedensvertrag von Versailles 1919 geschlossen und da hat man im Artikel 295, also irgendwo auf der 100. Seite oder was, hat man dann diesen Den Haager Opiumbeschluss irgendwie reingemogelt. Also man hat den unterschrieben, also den Vertrag unterschrieben, um Frieden auf der Welt nach einem großen Krieg, einem schlimmen Krieg zu machen. Und die Drogen hat man so reingeschmuggelt, sodass jetzt quasi dieses regionale Problem erst europäisiert wurde und dann auf die ganze Welt ausgedehnt wurde. Weil den Friedensvertrag von Versailles haben nicht nur Kriegsparteien unterschrieben, sondern auch Länder wie so Honduras oder El Salvador, weiß ich jetzt nicht, was die mit dem Ersten Weltkrieg zu tun gehabt haben sollen. Und so war das halt ein weltweites Problem und so wurde halt das Opium und mit dem Opium auch völlig unnötigerweise das Kokain und das Heroin einfach illegalisiert. Hier habe ich noch ein Zitat von Hans Halbach, der war auch mal bei der WHO für Drogen zuständig, aber dann später, also dass wenn jetzt wirklich die opiumproduzierenden Länder, wie zum Beispiel China, das Oberwasser gehabt hätten, dann also das Sagen in der Welt und dann vielleicht so auf die Tränendrüse gedrückt hätten, wie schlimm der Alkoholkonsum in der westlichen Welt war, dann hätten wir vielleicht heutzutage ein Alkoholabkommen, weil das Alkohol Sucht ist heute ein großes Problem und war es damals natürlich auch. Gut, dass Alkohol aber nicht auf der Form zu sprechen kommt, aber das ich auch denke, dass es noch kommt. Aber auch so Sachen wie Marihuana, Psilocybin, ich weiß nicht, inwiefern das damals, 1800 irgendwann schon mal ein Thema war. Ja, das kommt gleich. Also, ich wollte zuerst Opium, also, das ist so der erste Schritt: Opium, Kokain, Morphium, Heroin. Verstehe ich es richtig, dass aber jetzt die problematisiert wurde aber die britische Art des Opiumkonsums und nicht die chinesische Art. Weil die chinesische Art, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja jetzt nicht die Art, die ist dann schlecht für die Leute, wenn das nicht mehr geht. Es ging dann nicht um die Konsumform, sondern man hat sich darauf geeinigt zunächst, also es war dann kein Verbot, dass jetzt Leute, die das nehmen, kontrolliert werden sollen und denen das abgenommen wird, sondern man hat dann zuerst jetzt in den Regelwerken festgelegt, dass der Handel zwischen Ländern soll unterbunden werden. Der Import und Export, der wird kontrolliert und dann nur auf medizinische Zwecke eingeschränkt. Also
Das war jetzt kein Drogenverbot, wie heutzutage ein Drogenverbot ist, sondern man hat das versucht, an anderer Stelle schon zu regeln, also bevor das überhaupt auf den Konsumentenmarkt kommt. War das deine Frage? Teils, ja. Also ich bin da auch historisch nicht ganz so. Aber die Missionare sind nach China gegangen und haben sich dort dann die Leute angeguckt, die kein Opium mehr nehmen, aber auch immer jetzt. Ja. Verbot oder können sich nicht leisten, wie auch immer. Und denen ging es dann schlecht. Und das war dann irgendwie, ne, da haben auch die Tränen gedrückt und so weiter. Jetzt gab es aber ja auch die Leute, die in Europa Opium genommen haben. Ja. Und die haben aber eine andere Mischung konsumiert, die dann sich lethargisch müde macht, wie auch immer. Und also wie hat das denn im Alltag dann funktioniert? Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass die chinesischen Leute, die haben noch weiterhin funktioniert, während des Konsums, nur weil die Chinesen das nicht mehr nehmen. Und in Großbritannien haben die Leute aber dann auch, was da so an Once Upon a Time in America denken, in den Opiumhöhlen, auch während des Konsums. Ja. Gut, dass du jetzt die Opiumhöhlen ansprichst, da habe ich nämlich auch noch ein Bild gehabt, das ich übersprungen habe. Es gab auch einen chinesischen Opiumkonsum in Europa, also in Europa nicht so sehr, da wurde das stark übertrieben. Es gab irgendwie Berichte über Opiumhöhlen in London, aber man hat herausgefunden, da gab es irgendwie 2 Stück oder so. Eine Sache war, die Transkontinentaleisenbahn in den USA, die wurde im 19. Jahrhundert gebaut und die wurde größtenteils von chinesischen Immigranten gebaut. Und die haben natürlich ihr Brauchtum, Opium zu konsumieren, mitgebracht. Es war auch mittlerweile nicht mehr so, dass jetzt nur reiche Leute sich das leisten konnten, sondern dadurch, dass britisches Opium auf den chinesischen Markt gekommen ist, ist natürlich der Preis gefallen und es konnten sich auch andere Leute leisten. Die haben das dann gemacht in diesen Opiumhöhlen und es gab dann auch so ein paar Weiße, die waren dann neugierig, die sind auch in die Opiumhöhlen gegangen, das war ein volles Problem. Also es war dann die gelbe Gefahr, hat man dann aufgemacht, die halt unsere Leute zu diesem problematischen Opiumkonsum, diesem fernöstlichen, orientalischen Drogenkonsum verleiten, der irgendwie auch schlimmer ist, als einfach nur so ein bisschen Laudanum zu trinken. Das war die eine Sache. Es gab, man hat auch richtig Stimmung gemacht gegen die Chinesen. Also wenn man halt Opium nimmt, dann hat man weniger Schmerzen, dann kann man auch mehr arbeiten und besser arbeiten. Und da haben zum Beispiel dann konservative Gewerkschaftsführer, haben dann Stimmung gegen die gemacht, weil die ja dann die amerikanischen Arbeiter verdrängen, weil sie ja besser sind als die amerikanischen Arbeiter, die halt kein Opium nehmen. Das ist jetzt immer so eine Frage, wie problematisch war der Opiumkonsum von den Chinesen, wie problematisch war der im Westen, war in China schlimmer, weil verbreiteter, aber ist es wirklich ein Problem, sein Leben lang, wenn man es sich leisten kann, opiumabhängig zu sein, weiß ich jetzt nicht. Also es macht dich nicht krank, also es ist nicht wie Alkohol. Alkohol ist ein Nervengift, da kriegst du Leberzirrhose, alles mögliche von Opium. Wie ich schon eben gezeigt habe, irgendwie Florence Nightingale und so, ist 90 Jahre alt geworden, war jahrzehntelang abhängig. Das ist halt nicht das Problem. Rauchen ist natürlich schlimm, das ist halt für die Lunge nicht gut und so weiter. Aber wie schwer das Problem jetzt war, im Osten wie im Westen, ist schwer zu beurteilen, vom heutigen Standpunkt aus. Alkohol war wie heute viel problematischer, da hatten wir schon. Jetzt kommt Cannabis, nachdem du eben gefragt hattest. Da muss man wieder ein Stückchen zurückgehen. Es ist so, es hat Ähnlichkeiten zum Opiumverbot, aber ist auch irgendwie ein bisschen anders. Beginnt auch im 19. Jahrhundert oder eigentlich im 18. schon. Das ist eine Liste von Ländern oder Gebieten, wo das verboten worden ist. Das sind jetzt nur die das vor dem Ersten Weltkrieg verbieten. Da hat man Madagaskar, das war damals unabhängig, keine Ahnung, warum das verboten wurde. Dann hat Napoleon das für französische Soldaten, die das in Ägypten kennengelernt hatte, verboten. Ist ja auch klar, wenn man jetzt was geraucht hat, dann hat man ja Lust mehr, das zu kämpfen. Dann in Rio de Janeiro ist es verboten worden und dann auch in anderen Städten in Brasilien. Brasilien ist 1822 unabhängig geworden und das war halt aber so, man hat das auch nicht so verboten wie heute, dass die Substanz verboten ist, sondern man hat den Konsum
von bestimmten Gruppen verboten und es waren in dem Fall Sklaven, also schwarze Sklaven aus Afrika, mit denen der Cannabiskonsum auch nach Brasilien gekommen war. Also es hat schon da schon ein rassistisches Element. Dann hat man es halt zum Beispiel in Mauritius, Britisch-Guyana, Sri Lanka und so weiter verboten. Hier sind noch ein paar britische Kolonien, die es nach und nach verboten haben. Und das ist halt signifikant, dass es in Kolonien verboten wird, weil man bestimmt, man verbietet das nur einer bestimmten Gruppe immer. Nämlich entweder dann den Einheimischen oder irgendwelchen Immigranten oder Sklaven. Also in Südafrika war es zum Beispiel so, da hat man das nur den indischen Arbeitsmigranten verboten. Also allen anderen war das erlaubt. Weiße haben das nicht gemacht. Ja? Also Quatsch, das dann jetzt, wenn man es jetzt für alle verboten hätte. Aber trotzdem ist es halt so, das explizit für Inder zu verbieten, ist halt dann auch schon wieder so eine rassistische Komponente, wie in den USA mit dem Opiumverbot. Das kann man eigentlich gleichsetzen. Also da hat man noch ein paar britische Kolonien, die das verboten haben. Dann Ägypten erscheint hier zweimal, das hat schon verboten, als es Teil des Osmanischen Reiches noch war. Dann später nochmal ein Verbot ausgesprochen, als es finanziell abhängig von Großbritannien und Frankreich gewesen war. Die einzigen, die hier rausfallen, sind Marokko und Griechenland. Die haben das einfach so verboten, warum auch immer. Dann Jamaika und das British East Africa Protectorate. Alles Kolonien, in denen das verboten worden ist. Und es ist halt so, also im Konsum von einer bestimmten Substanz, da geht es natürlich auch um die Rauschwirkung, aber nicht nur, sondern so ein Substanzkonsum kann ja auch gemeinschaftsstiftend sein. Also trinkt man zusammen mal ein Bierchen oder man raucht zusammen einen Joint. Deswegen heißt der Joint übrigens auch Joint, habe ich gelernt. Das ist ja ein Joint, ist ein Gelenk, ein Verbindungsstück. Und ein Joint verbindet halt, wenn man den zusammen raucht. Und da hat man halt eben diese Gemeinschaft, vielleicht von Indern in Südafrika, und die konsumieren dann zum Beispiel oder konsumieren dann Cannabis, und einige, die vielleicht in Indien gar nicht Cannabis konsumiert hätten, machen das dann auch, weil das irgendwie so ein Brauchtum aus ihrer Heimat ist und das verbindet sie halt mit den anderen Leuten, und über diesen Substanzkonsum bildet sich halt so eine Identität heraus. Also es ist halt das ist halt was man macht als Inder, man konsumiert Cannabis. Und wenn man jetzt eine bestimmte Substanz illegalisiert, wie jetzt das Cannabis, dann kann man die Gruppe, die damit identifiziert ist, kann man besser unterdrücken. Man sieht also die Inder, die kiffen, und dann will man was gegen Inder tun und dann verbietet man einfach den Cannabiskonsum. Und dazu kommt halt, dass Drogendelikte Kontrolldelikte sind. Das heißt, das sind keine Delikte, die angezeigt werden, dass man sagt, ja da hinten, hallo Polizei, da kifft jemand, bitte kommen Sie schnell. Sondern es gibt irgendwelche Straßenkontrollen oder so, da hält man die Leute an, mach mal deine Taschen leer, mal gucken, ob du was dabei hast. Und dann hat halt jemand was dabei oder nicht. Und es ist egal, man hat ihn halt kontrolliert, also man baut sein Kontrollregime auf, dadurch, dass man einfach so eine Substanz illegalisiert hat. Und das ist der eigentliche Grund, warum man das macht, nicht weil es jetzt irgendwie gesundheitsschädlich wäre, Cannabis, oder sonstigen Grund, den man sich da aus den Fingern saugen könnte. Und es gab dann 1895 eine Kommission in Indien, die Indian Hemp Drugs Commission. Die sollte so untersuchen, wie gefährlich jetzt der Konsum von Cannabis ist in Indien. Und die kam zum Ergebnis, es ist überhaupt nicht gefährlich. Also wenn man das halt so maßvoll genießt, ist es nicht gefährlich. Und die meisten Leute genießen es halt maßvoll. Das ist quasi so die Hauptaussage von dem Bericht. Und dieser Bericht, den hat man nicht angestoßen, weil man jetzt dachte, ja, wir haben da eventuell ein Problem damit in Indien, sondern das kam von der sogenannten Temperance-Bewegung. Die Temperance-Bewegung lässt sich schon länger zurückverfolgen, jetzt bis ins 18. Jahrhundert eigentlich, größtenteils getragen von Frauen, von protestantischen Frauen, vor allem aus den USA, aber in Großbritannien gab es das auch. Und die waren halt
gegen den Alkoholkonsum, also die wollten, dass weniger Alkoholkonsum stattfindet, weil die es halt als problematisch sahen. Und das hat sich aber so ein bisschen ausgeweitet mit der Zeit. Also die waren auch gegen andere Substanzen, zum Beispiel auch Cannabis. Die dachten dann, ja, vielleicht ist es ja auch gefährlich oder vielleicht ist Opium auch gefährlich und haben sich da halt auch mit reingemischt. Und die haben halt eine Anfrage beim britischen Parlament gestellt, ob das stimmen würde, dass in Indien die Irrenhäuser überfüllt sind mit Cannabiskonsumenten. Hat man dann untersucht, Ergebnisse habe ich ja schon referiert und das war das. Und es war tatsächlich so, dass in Indien hat man, oder generell auf der ganzen Welt hat man das so gemacht, dass man damals Leute, die irgendwie unliebsam waren, also auch wenn die depressiv waren oder sonst man nicht viel mit denen anfangen konnte, hat man die ins Irrenhaus gesteckt. Das waren halt irgendwelche Bunker, wo man die Leute da eingeschlossen hat und dann waren die weg und hatten keine Probleme mitgemacht. Das hat man zum Beispiel auch mit den indischen Sadhus gemacht. Das sind halt heilige Männer, die besitzen nichts außer ihre Kleidung und so ein Chillum, wo sie halt den ganzen Tag am Kiffen sind. Und der Hintergrund, warum man das gemacht hat, ist, die sind halt sehr respektiert in der indischen Gesellschaft. Und ich habe dieses Zitat von George Orwell, der war mal Polizist in Myanmar, das war auch eine britische Kolonie. Der meint halt, also man muss aufpassen, dass man als Weißer nicht ausgelacht wird in den Kolonien. Man muss sich das so vorstellen, also man hat da irgendwie, also Großbritannien ist ein relativ kleines Land mit relativ wenig Bevölkerung und die haben sich ja ganz auf der ganzen Erde verteilt. Sie waren sehr dünn verstrichen quasi, haben eine Menge Kolonien mit ganz wenigen Leuten kontrollieren müssen und dann ist man halt irgendwie allein in so einem Dorf oder so eine kleine Garnison und dann läuft man halt rum in seiner Uniform, das ist ja peak fine und dann kommt so ein Sadhu daher, ist total stoned, lacht einen aus und weil die Leute halt heilige Männer sind und respektiert, lachen die anderen Leute halt einfach mit und das kann man sich natürlich als Kolonialmacht nicht gefallen lassen und dann steckt man die Leute, also die Anstifter quasi, steckt man dann ins Irrenhaus, nicht weil sie jetzt ihr wären, sondern weil sie halt einfach die anderen Leute aufwiegeln und man sie am ehesten mit ihrem Substanzkonsum schnappen kann und nicht wegen was anderem. Also man kann nicht sagen, ja, der hat jetzt irgendwie, der gefällt mir nicht oder der hat dies und das gemacht, weil man kann ihm ja nicht nachweisen, dass er irgendwas gemacht hat. Also Lachen ist ja nicht strafbar, aber Substanzkonsum kann man wirklich schon illegalisieren. Da hat man was Handfestes und dann kann man die Leute irgendwie wegsperren auch. Das war jetzt quasi die koloniale Herkunft des Cannabisverbots. Es gibt natürlich auch noch eine amerikanische Herkunft. Das Wort Marihuana kommt damals in den Sprachgebrauch der US-Amerikaner. Das ist eigentlich ein mexikanisches Wort. Und man hat jetzt in der Anti-Drogen-Kampagne, die da lief, hat man bewusst das Wort Marihuana benutzt, um halt diesem Cannabis, was ja durchaus bekannt war in der westlichen Welt, fremdes Image zu geben. Also man hat gesagt, das ist dieses gefährliche Marihuana, das diese dreckigen Mexikaner rauchen und nicht dieses Cannabis, das es zum Beispiel als Cannabis-Extrakt, als Medikament zu kaufen gab oder auch ab Ende des 19. Jahrhunderts auch als indische Zigaretten, wo dann indische Hanf drin war, also wie man dann Cannabis bezeichnet hat. Diese Marke übrigens, Grimaud, da sollte halt indische Hanf drin sein und man hat die dann irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts in Österreich und in Deutschland untersucht, ob da wirklich Cannabis drin ist. Man hat gefunden, dass es fast gar kein Cannabis drin, sondern stattdessen Tollkirschenblätter, die halt irgendwie gegen Asthma helfen sollen. Weiß ja auch nicht, dass es nur so nebenbei, also es ist jetzt kein Punkt, den ich versuche zu machen. Du hast noch eine Frage? Ja, es ist ja bei Laudano von auch noch aufgefallen, dass sie eben bei dem Zwiebellächeln, bei dem Cannabis-Lächeln, steht Poison drauf. Also vielleicht habe ich vielleicht eine naive Frage, aber habe ich eine falsche Vorstellung von dem Wort? Ich habe das irgendwie mehr, also tatsächlich mit Gift assoziiert. Es ist natürlich ein Gift, wenn man die ganze Flasche trinkt. Also es stehen auch Warnhinweise auf Medikamenten heutzutage drauf. Du kannst nicht eine ganze Packung Aspirin nehmen oder so. Ja. Tatsächlich als Warnhinweis? Ich nehme es mal an, ja. Also
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es war schon, also das Laudanum, wie gesagt, war frei erhältlich über der Ladentheke, Weinhändler, Barbiere und so weiter, Cannabis. Das war ein bisschen später, ich nehme an, das musste man dann schon in der Apotheke kaufen oder man hat ein Rezept gebraucht. Aber es wurde halt zu Heilzwecken benutzt, nicht zu Rauschzwecken. Trotzdem taucht da plötzlich jemand auf, Marihuana ist total schlimm und übertreibt es total. Ich habe was gelesen von amerikanischen Ärzten, die, also denen war gar nicht klar, dass es jetzt um ein Cannabisverbot geht. Sie wussten nicht, dass Marihuana das gleiche ist wie Cannabis und haben auch gar nicht deswegen dagegen opponiert. Jetzt, dass jetzt ein Marihuana-Verbot irgendwie vielleicht gar nicht so toll wäre, weil einfach die Verbindung gar nicht so klar ist. Also man hat da wirklich bewusst die Leute auch hinters Licht geführt, indem man halt Marihuana sagt. Also, und man hat es halt auch hier jetzt zum Beispiel in dieser Zeitung mit Mexiko in Verbindung gebracht, also dass man dann irgendwie loco wird, wenn man das raucht. Ganz besonders perfide finde ich das nächste Bild, wo man halt nicht nur das mexikanische Wort Marihuana benutzt, sondern man bildet auch noch den Gott Moloch ab, phönizischer Gott, dem angeblich Kinder geopfert wurden. Man orientalisiert das quasi auch, also nicht nur das böse Mexikanische, sondern auch böse orientalisch und nennt Marihuana auch noch ein Assassin of Youth und bringt das auch noch mit einer islamischen Mördersekte aus dem Mittelalter in Verbindung. Also noch eine orientalische Connection. Also man hat da wirklich auf die Propagandatube gedrückt. Das ist aus der New York Times. Das ist jetzt ein Argument dafür, dass man dieses Haschisch, auch ein arabisches Wort, dass man das verbieten sollte. Und die machen irgendwie so ein komisches, also das umgedrehte Einstiegsdrogenargument auf. Also heutzutage sagt man ja, oder sagen manche Leute, wenn man mit Cannabis anfängt, dann braucht man irgendwas so ein härteres dann. Dann nimmt man dann irgendwann Heroin und liegt auf der Straße mit der Spritze im Arm. Hier ist das umgekehrt. Wenn man jetzt das Opium verbietet, was ja damals im Raum stand, dann weichen die Leute halt eben auf Cannabis aus und das ist viel schlimmer. So hat man so gesagt, also daran sieht man, dass die Leute halt gar keine Ahnung hatten und einfach irgendwie auch in der New York Times, das ist eine renommierte Zeitschrift, ist einfach nur Scheiße geschrieben haben. Wichtig für das Cannabisverbot ist auch noch Ägypten. Dieses Zeichen über dem Kopf, das hat man oft als Hanfblatt identifiziert und das ist ja, das ist irgendwie so ein Relief von ein paar tausend vor Christus. Ich habe es ja eben schon gezeigt, es wurde während des 19. Jahrhunderts ein paar Mal verboten, was in Ägypten, was halt nicht funktioniert hat. Auch und Ägypten war auch sehr scharf darauf, das Cannabis zu verbieten. Ein Grund dafür war, dass Ägypten war in so einem Zivilisationsprozess drin, die wollten sich an den Westen irgendwie angleichen, dass man halt auch ein moderner, hygienischer Staat ist, wie diese ganzen tollen westlichen Länder eben auch. Und dann hat halt das Kiffen nicht mehr ins Bild gepasst. Das ist dann halt irgendwie, also das ist sowieso was nur die Unterschicht macht. Das ist unhygienisch, wenn in irgendwelchen engen Altstädten überall die Rauchschwaden hängen und das passt halt nicht zu dem Image, was dieses moderne oder modern werden wollende Ägypten von sich selbst hatte. Und man hat dann auch, sie haben dann auch Welle gemacht, die haben dann auch auf diesen verschiedenen Konferenzen auch immer Reden gehalten, wie schlimm das ist. Vor allem auf der internationalen Opiumkonferenz in Genf 1925 gab es wohl eine Rede von jemandem namens El Guidi, ein Araber, ein Ägypter, der dann meinte, das wäre alles total schlimm, das wäre das Opium des armen Mannes und alle wären total süchtig in Ägypten. Und das ägyptische oder das rein ägyptische Verbot hatte halt nicht geklappt, aus dem Grund, weil ja in allen Ländern rund um Ägypten ist ja weiterhin konsumiert worden und Ägypten ist halt größtenteils Wüste, da lässt sich halt auch leicht mal was hinschmuggeln. Also wenn man das nur in einem Land verbietet, das ist genauso, wie wenn man es nicht verboten hätte, weil der Handel ja immer noch floriert. Man muss es schon überall verbieten, deswegen muss man es international machen. Und dazu hat man halt so als Bühne die Opiumkonferenz in Genf benutzt, 1925. Die heißt auch Opiumkonferenz, obwohl es ja auch um Kokain, Heroin und dann halt auch Cannabis ging. Übrigens war die Heuchelei dieser Konferenz damals auch zumindest einem Karikaturisten schon klar. Der hat halt gesehen, da wird gequalmt, die qualmen wie die Schlote.
Nikotin, Tabak ist auch eine Droge, eine gefährliche Droge, die krank macht und viele Leute dran sterben. Und da wird irgendwie nicht drüber geredet, wie gefährlich es wäre, sondern es wird halt über Opium und über Cannabis geredet, was halt so angeblich total schlimm sein soll. Der gleiche Karikaturist hat auch noch das hier gemalt, die amerikanische Delegation soll das sein, der hat quasi, hier steht, The Angels from America sind das, der hat halt damit quasi dieses moralische Anti-Drogen-Ding, was die Amerikaner vor sich hergetragen haben, damit karikiert. Also sie haben dann weiterhin gesagt, ja, ach, das ist so voll, das schlimme Problem. Irgendwie, weil die armen Leute, wie gesagt, es standen halt wirtschaftliche Interessen eigentlich hinter dem Verbot. Und es wurde halt internationale, also waren in Shanghai, waren glaube ich 13 Staaten, in Den Haag 1912 waren es dann schon ein paar und 40. Und hier in Genf waren es dann viel, viel mehr, die dann halt darüber verhandelt haben. Und letztendlich auch dann diese Substanzen verboten haben. Jetzt ist es so, das ist kein international geltendes Recht, also man hat sich nur verpflichtet, da irgendwas zu unternehmen. Und die Staaten waren dann selbst dafür verantwortlich, halt diese Verbote umzusetzen. Hat jedes Land irgendwie anders gemacht. Deutschland zum Beispiel hat dann dieses Opiumgesetz von 1929 erlassen, wo dann verschiedene Substanzen, Opium, Morphium, Heroin, Kokablätter, Kokain, indische Hanf reguliert wurden. Und dann auch kontrolliert. Und das war halt so, Deutschland hatte halt kein Problem mit indischem Hanf. Also es gab keine Leute, die gekifft haben. Es gab vielleicht, also das hat mal jemand gemacht, es gibt so Anekdoten, irgendwie von Gustav Meyrink oder so, der hat mal 30 Gramm Haschisch in Mokka getrunken, weil er gehört hat, man könnte davon hell sehen. Aber so, es gab keine Kifferszene, die da jetzt irgendwie jeden Tag den Bon geraucht hätte oder was. Das ist totaler Quatsch. Verboten hat man es trotzdem, weil man sich eben von dieser emotionalen Ansprache dieses ägyptischen Delegierten einfach überrumpeln hat lassen. Aber da war halt jetzt irgendwie nichts hin dran. Also der hat ja gelogen, der hat ja total übertrieben, was das für eine Auswirkung hat, der Cannabiskonsum. Und ich habe ja eben über diesen indischen Report gesprochen, der ja recht verständig war, der auch eigentlich heutzutage noch solide ist. Also der ist von 1895, aber der hat halt einfach recht in seiner, also auch heute noch in seiner Einschätzung, wie gefährlich Cannabiskonsum ist. Und jetzt die Konferenz 1925, 30 Jahre später, man hat nicht über diesen Report gesprochen. Also es steht gar nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage dieses Verbot. Man hat es einfach so gemacht aus irgendwelchen Gründen, wo man jetzt selber gar nicht weiß, warum. Es ist total sinnlos und ärgerlich auch irgendwie. 1941 ist dieses Opiumgesetz, also das deutsche Opiumgesetz, dann noch um Crystal Meth, also das wurde unter dem Handelsnamen Pervitin gehandelt, ist noch verboten worden, weil da gab es wohl tatsächlich ein Problem, dass Leute das einfach missbraucht haben. Dann war Zweiter Weltkrieg, da ging es dann auch nicht mehr um Drogen eigentlich, da waren andere Sachen wichtiger. Und es gab jetzt zwischen 1925 und dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab es halt noch so ein paar kleinere Abkommen in verschiedenen Ländern, wo man sich dann irgendwie darauf geeinigt hat, da irgendwas zu machen, aber die sind jetzt nicht, also es waren jetzt keine großen Schritte, sondern da ist es einfach nur weiter spezifiziert worden. Jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann nochmal neu angefangen, hat man eigentlich schon Ende der 40er angefangen, jetzt sich Überlegungen über Drogen zu machen, wie man das jetzt in Zukunft handeln will. Es gab dann Kommissionen, die dann beraten haben, die haben dann irgendwann irgendwas gefunden, worüber man sprechen kann. 1961 kam es dann zu diesem Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel, wo man dann quasi das alles richtig unter Dach und Fach gebracht hat. Also vorher gab es halt Shanghai, Den Haag, Genf und so die anderen kleineren Verträge. Das war halt so ein Stückwerk irgendwie. Und jetzt mit diesem Einheitsabkommen, deswegen heißt es auch Einheitsabkommen, wollte man ein für alle verbindliches Regelwerk schaffen, das halt den Umgang mit Betäubungsmitteln
regelt. Besondere Frechheit ist diese Präambel eigentlich. Also da spricht man von einer Erkenntnis, dass die Betäubungsmittelsucht für den Einzelnen ein Übel, für die Menschheit eine wirtschaftliche und soziale Gefahr darstellt. Also man hat da einfach, also es ist so viel, was da dran einfach scheiße ist an diesem Satz. Man nimmt jetzt einfach dieses, also Betäubungsmittel sind jetzt ein Übel für den Einzelnen, obwohl es dafür immer noch keine wissenschaftliche Grundlage gab. Also man hat dieses Einheitsabkommen weiterhin ohne eine wissenschaftliche Übereinkunft irgendwie abgeschlossen, sondern einfach nur so Gelaber von verschiedenen Leuten und hat das irgendwie so Pi mal Daumen dann geregelt. Und das war es dann im Prinzip. Da waren halt die ganzen Sachen, die halt vorher schon verboten waren, waren halt jetzt erst recht verboten. Das war es dann. Was dann aber auch noch passiert ist, achso, gab halt Staaten, die haben sich in fünf verschiedene Gruppen organisiert. Jede hatte unterschiedliche Anforderungen an dieses Einheitsabkommen. Also gab es Staaten, in denen halt organische Drogen, also Pflanzendrogen angebaut worden sind, die wollten halt bestimmte Sachen. Die Staaten mit einer großen pharmazeutischen Industrie wollten was anderes. Dann gab es noch Befürworter einer starken Kontrolle, dann Befürworter einer schwachen Kontrolle von Drogen und ein paar neutrale Staaten. Die haben so hin und her gezerrt und dann ist dann halt irgendwie so ein fauler Kompromiss dabei rausgekommen, wo sich letztendlich auch diese Staaten, in denen organische Drogen angebaut wurden, gar nicht durchsetzen konnten. Also das waren ja nicht nur die Anbauländer, sondern die waren ja auch oder sind immer noch kulturell damit verflochten. Also in Indien wird nach wie vor viel Cannabis konsumiert. In anderen Staaten wird nach wie vor viel Coca konsumiert, also nicht Kokain, sondern die Coca-Blätter. Die gibt es in Peru oder so, gibt es die in Teebeutelchen im Supermarkt. Ja, das ist einfach so voll in der Kultur drin. Die wollten da halt natürlich nicht, dass er verboten wird, haben aber sie war dann unterlegen, weil es sind halt nur so ein paar dritte Weltstaaten, wo sich keiner irgendwie drum kümmert. Und dann kam es halt zu diesem Einheitsabkommen. Dann ist aber noch was ein Stück weit vorher, also 1943 passiert, da wurde LSD entdeckt. Das wurde dann auf den Markt gebracht unter dem Markennamen Delicit. Und das war dann auch irgendwie so eine Art Wundermittel. Also man hat es dann hauptsächlich Psychiatern gegeben, die haben dann damit Patienten behandelt. Also man wusste bei Sandoz, bei der Herstellerfirma, gar nicht richtig, was man damit anfangen sollte. Hat halt den Psychiatern das gegeben und dann auch gleich so einen Fragebogen. Sie sollen halt mal gucken, was sie für Erfahrungen damit machen, dass man halt da irgendwie erarbeiten kann, was man mit diesem eigentlich seltsamen Mittel eigentlich alles anfangen kann. Es ist natürlich auch der CIA in die Hände gefallen. Die haben da MK-Ultra gemacht, sind das Leuten einfach ins Getränk gekippt, die waren irgendwie drauf, dann irgendwie Sachen passiert. Man wollte das halt als Wahrheitsdroge oder als Droge zur Gehirnwäsche benutzen. Die US Army hat damit Experimente gemacht, hat es auch heimlich Leuten verabreicht und ja, halt mal geguckt. Es war generell auch eine Zeit in den 50ern und 60ern, wo die Produkte der pharmazeutischen Industrie sehr wichtig waren und sehr viel konsumiert worden. Also das hier zum Beispiel ist Milltown, das ist ein leichter Tranquilizer, den gab es halt zu kaufen, ich glaube sogar auch rezeptfrei, es haben total viele Leute genommen. Das war in den 50ern war das meistverkaufte Medikament in den USA und man hat es einfach so einfach geschmissen. Wenn man ein bisschen down war oder ein bisschen gestresst, nimmt man einfach einen Tranquilizer. Ritalin zum Beispiel, was man heute Leuten mit ADS gibt, ein mildes Antidepressivum, hat man damals auch einfach so genommen, also war dann halt für Leute vorgesehen, die so ein bisschen gestresst waren. Man hat dann auch zum Beispiel von Milltown Wives gesprochen, also Milltown Hausfrauen, weil der Gebrauch halt wirklich so weit verbreitet war. Und da passt natürlich auch das LSD irgendwie rein als Produkt von der pharmazeutischen Firma, von der renommierten pharmazeutischen Firma. Hier habe ich noch irgendwas. Achso, genau. Es gibt übrigens auch auf Aerovid in seiner ganzen Länge ein Mickey Mouse Cartoon, wo Mickey und Goofy ein Mittel namens Peppo nehmen, wo sie dann irgendwie total produktiv werden. Und das ist ja für Kinder, das war als Beilage
ich habe es vergessen, ich glaube, Beilage zu irgendwelchen Kellogg's Cornflakes oder sowas, wo diese Comics verteilt, ja. Also man hat da überhaupt kein Problem gehabt, auch Kindern sowas zu geben, ja. Also nicht nur, dass man bei Kindern Werbung dafür gemacht hat, sondern dieses Milltown, ich hatte auch, aber auch eine Anzeige für Milltown gesehen, dass man das durchaus auch Kindern geben kann, kein Problem. Übrigens hat man ja auch bei Laudanum gesehen, da hatte man auch kein Problem, das Kindern zu geben. Also jetzt, wenn die halt zahnen oder so, also ja, seltsam. LSD passt natürlich auch Mescalin rein. Mescalin gab es seit 1919 auch synthetisch, das ist eigentlich das gab es halt schon. Das ist jetzt das Cover vom Fate Magazine 1956 über das magische Land von Mescalin, also was da alles so passieren kann. Also man hat da recht offen drüber geredet, was man jetzt nehmen kann und wie man jetzt halt seinen Bewusstseinszustand verändern kann. Ob man jetzt ein bisschen gestresst ist, dann wird man halt entstresst, oder man kann halt da auch irgendwie eine Erfahrung machen oder was weiß ich. Also seltsame Zeit auf jeden Fall, so mit voller Widersprüche. Dann kamen jedenfalls die Hippies, die sind dann irgendwann an LSD geraten. Und es gibt halt einige Leute, ich würde das ja auch so teilweise unterstreichen, die sagen, die Hippies sind irgendwie daran schuld, dass das LSD verboten worden ist. Und die haben es halt auch echt übertrieben. Also ich habe ja beim letzten Mal schon diesen Bus gezeigt, wo die halt rumgefahren, also umgebauter Schulbus. Das sind Leute, die Merry Pranksters durch die USA gefahren, haben Leuten als LSD verteilt. Das hieß dann Acid Test. Und man hat da irgendwie so eine Art Mutprobe, ist irgendwie ganz seltsam eigentlich draus gemacht. Also, can you pass the acid test? Also, dass man da irgendwie sich selbst beweisen muss, so, dann LSD zu nehmen, finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Also, dann gab es natürlich auch Timothy Leary, den ich für einen Arschloch halte, so, ohne jetzt jemals ein Buch von ihm gelesen zu haben, aber das war schon ein sehr großer Selbstdarsteller. Und er hat das natürlich auch sehr propagiert. Also er hat seinen Studenten einfach LSD gegeben, als er halt Professor in Harvard war. Der ist dann wahrscheinlich auch deswegen rausgeflogen. Und als er rausgeflogen war, hat er sich bei Sandoz 500 Gramm LSD bestellt. Tatsächlich 500 Gramm. Das reicht für mehrere Millionen Trips, keine Ahnung, was er damit wollte. Aber der hat es halt auch echt schon übertrieben. Was willst du mit 500 Gramm LSD? Also das ist ja totaler Quatsch. Und es gab natürlich dann auch so Leute, das kann man natürlich nicht ernst nehmen, aber die haben dann gesagt, ja, man muss einfach so LSD in die Trinkwasserversorgung kippen. Das war ja vielleicht nur als Gag gemeint, aber man muss sich halt auch mal in die Lage jetzt vom Establishment oder von den normalen Leuten, in Anführungszeichen, versetzen. Also es gibt da diese Leute, die sind irgendwie so bunt angezogen und irgendwie langhaarig, und die kommen da plötzlich mit ihrer Droge daher, die sie jedem aufdrängen wollen und die ja nicht nur so ein bisschen irgendwie entstressen soll oder irgendwie alles ein bisschen einfacher machen soll, sondern die einen radikalen Bewusstseins-Shift halt in der ganzen Welt hervorrufen. Also da kann ich das schon verstehen, wenn man jetzt denkt, dass Prohibition funktioniert, und das dachte man ja zu dem Zeitpunkt mittlerweile, dann geht man mit dieser neuartigen Substanz, dann verbietet man die einfach auch. Man hatte nämlich sicher halt durch dieses ganze Opiumverbot, was so gewachsen war, und das Cannabisverbot, was so historisch gewachsen war, hat man sich da irgendwie so reingesteigert gehabt, dass man jetzt halt mit Substanzen, die einem nicht passen, so umgehen kann, dass man die verbietet. Und es war nicht nur die Denkweise, die sich verbreitet hat, sondern es war ja mittlerweile auch der Verfolgungsapparat entstanden. Also wenn man jetzt sieht, früher, als das Opium erlaubt war, da gab es natürlich keine Behörden, die das verfolgt hätten. Und als es nur so ein bisschen verfolgt wurde, nämlich über Regelungen von Import und Export, da gab es halt Zollbehörden, die haben das verfolgt. Aber es gab jetzt nicht wirklich Leute, die Polizei hat nicht wirklich die Leute kontrolliert, ob die jetzt irgendwelche Substanzen dabei haben. Aber dadurch, dass halt vorher diese ganzen Substanzen dann immer illegaler wurden, also wie zum Beispiel das Cannabis, was dann irgendwann auch kontrolliert wurde, war halt eben der Apparat auch da, um gegen die Hippies vorzugehen. Und bei den Hippies war es halt auch so, wie bei jetzt irgendwelchen Indern in Südafrika, die haben sich natürlich
über ihren Drogenkonsum identifiziert. Es hat dann, war dann identitätsstiftend. Die haben das aber auch sehr stark nach außen getragen. Also Inder haben halt unter sich gekifft, und wenn jetzt mal ein Weißer kam, da hat man ihn vielleicht gefragt, willst du mitrauchen oder so, aber das war nicht so aufdringlich wie bei den Hippies. Also das ist mir schon sehr unsympathisch eigentlich, wie die das gemacht haben. Ob man jetzt sagen kann, die sind dafür verantwortlich oder nicht, ist ein weites Feld. Aber ganz, ganz ohne Verantwortung sind die sicher nicht. Und letztendlich hat das dann zur Konvention über psychotrope Substanzen von 1971 geführt. Da gab es dann auch so ein Tauziehen zwischen jetzt Industriestaaten mit einer einflussreichen Pharmaindustrie gegen die Entwicklungsländer. Also das ist im Prinzip das gleiche wie 1961. Ja, also man hat sich ja auch versucht, gegenseitig irgendwie reinzukrätschen. Also die Leute, die halt diese Naturdrogen produziert haben, die wollten dann, dass die synthetischen Drogen kontrolliert werden und umgekehrt. Und dazu kam es halt, und da gibt es halt eine Liste, dann 3-4 Seiten, da steht halt drin, was alles verboten ist. Und das war letztendlich der Schlussstrich, also das gilt ja heute noch, die Verbote gelten heute noch. Man hatte auch nochmal über Cannabis gesprochen, also dann als sehr gefährlich eingestuft, das hat man jetzt 2020. Ist man wieder zurückgerudert, also es ist jetzt nicht mehr so in der Tabelle der gefährlichsten Drogen drin, wie das vorher war. Aber sonst hat sich eigentlich nicht viel geändert. Es gab 1988 nochmal ein Wiener Abkommen, da hat man dann so, geht man gegen Geldwäsche vor und so, aber jetzt an den eigenen Substanzen, an dem Substanzverbot hat sich eigentlich seit 1971, also seit 50 Jahren, nicht mehr viel geändert. Und es gibt hier noch diesen Spruch von John Ehrlichman, das war ein Assistent von Präsident Nixon, dass man einfach dadurch, dass man die Hippies mit Marihuana und die Schwarzen mit Heroin identifiziert hat in der Öffentlichkeit, konnte man halt gegen die vorgehen. Das ist ja im Prinzip der gleiche Mechanismus, den man halt dann im 1900 in den Kolonien angewandt hat. Also einfach Leute zu kontrollieren, indem man sie mit einer Substanz identifiziert. Das Ding dabei ist, das ist aus einem, also das ist angeblich aus einem Interview in den 90ern, ist aber dann erst in den 2010er Jahren veröffentlicht worden, dieses Zitat. Und das wird halt verschiedenen Leuten, unter anderem den Erben von John Ehrlichman, angezweifelt, dass er das überhaupt gesagt hat. Da gibt es so ein paar Gründe dafür. Irgendwie ist aber auch egal, ob es jetzt tatsächlich stimmt oder nicht. Wenn es halt nicht stimmt, ist es zumindest gut ausgedacht, weil es ja im Prinzip diesen Mechanismus enthält, den man halt schon im 19. Jahrhundert angewandt hat. Es gibt jetzt noch ein paar weitere Aspekte, die halt bei diesem, also wie es zur Prohibition oder zur heutigen Prohibition kam, über die man sprechen muss, die aber jetzt eigentlich zu weit führen. Da könnte man halt irgendwie noch einen separaten Vortrag eigentlich drüber machen. Also ich will das nur kurz nennen. Es gibt da halt eben den Kampf zwischen neuartigen, wissenschaftlichen, hygienischen, rationalen Medikamenten versus die traditionellen Volksmedizin, wie zum Beispiel Opium. Dann gab es auch einen Streit im 19. Jahrhundert, wer darf überhaupt Drogen oder Medikamente verordnen und wer darf die verkaufen. Da gibt es halt eine Konkurrenz zwischen Ärzten und Apothekern. Und dann natürlich die Frage, wie ist Drogenkonsum oder Drogensucht überhaupt zu bewerten. Also im 19. Jahrhundert hat man das teilweise noch als eine Sünde angesehen. Dann war das aber eher eine moralische Schwäche, für die man nicht kann. Und dann war es auf einmal eine Geisteskrankheit. Heutzutage ist es halt irgendwie, ist man nicht mehr selbst dran schuld, aber es ist trotzdem eine Substanzabhängigkeit, ist auch eine Art Krankheit, wenn man halt darüber spricht. Aber das halt nur so nebenbei. Also mir ging es halt wirklich nur um die darum zu zeigen, wie das historisch gewachsen ist und dass halt im Prinzip an der Basis des heutigen Verbots wirtschaftspolitische, rassistische, klassistische und kolonialherrschaftliche Beweggründe vorherrschen und nicht die Gründe, die man uns heute halt erzählt, dass es halt darum geht, irgendwie Gesundheit zu schützen oder also die Leute zu beschützen oder halt da irgendwie auch gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen, die man ja durch das Prohibitionsregime letztendlich erst geschaffen hat.
Das war die letzte Folge, letzte Folie. Hier, das ist noch der QR-Code. Gut, ist jetzt ein bisschen überflüssig, weil die meisten sind eh in der WhatsApp-Gruppe. Aber den könnt ihr euch abscannen, wenn ihr in der WhatsApp-Gruppe von uns teilnehmen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wenn jemand noch Fragen hat, dann gerne jetzt.